Servus, Leute. Der MFA-Hebel ist dann auch montiert. Da hoffe ich dann mal, dass alles soweit funktioniert, dass auch der Tacho geht. Das hatte ich noch nie probiert bisher. Ja, da bin ich mal gespannt, weil wie gesagt, das sind ja auch alles gebrauchte Teile, die man dann da eben kauft. Im Kofferraum hatte ich für den Alltagsbetrieb immer hier drüben so eine ganz kleine, aus dem Baumarkt gibt es von Osram oder sowas, gibt es solche kleinen Bewegungsmelder, LED-Lampen. Das hat wirklich super funktioniert, weil die auch schön helles Licht bringt und eben eine günstige Montage ist, wenn man keine Lust hat, da Kabel zu ziehen und die originale Lösung nachrüstet. Aber jetzt eben, da ich den ja nicht mehr im Alltag bewege und im Kofferraum nicht so ein Flutlicht brauche, habe ich mir dann eben hier die originale Version nachgerüstet mit diesem Schalter und hier unten dann diese originale Leuchte und das Ganze dann auch gleich ordentlich verkabelt. Und dann hatte ich diese Kabel auch gleich mit nach vorn gelegt, wo ich hier die Benzinpumpenleitung nach vorne gelegt habe. Und ja, jetzt habe ich hier den Schalter. Hier oben an der Heckklappe ist auch dieser Punkt, der den Schalter dann auslöst oder beziehungsweise drückt und nicht drückt. Als nächstes möchte ich dann die Ansaugbrücke montieren. Da habe ich hier schon mal die Einspritzleiste. Ich habe die schon letztes Jahr, eben bevor ich mit den Videos angefangen habe, schon mal zerlegt. Habe mir das Ganze angeguckt, ob die Dichtung, die hier drin ist, noch gut ist und so weiter. Und habe dann eben hier auch die Dichtungen neu geholt für die Abdichtung hier unten zum unteren Ansaugbrückenteil. Was mir beim ABF da jetzt halt nicht ganz so gefällt, ist, dass die Einspritzleiste hier aus Kunststoff ist. Aber das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Da habe ich eigentlich lieber wie beim 18T das Edelstahlteil. Wo halt einfach alles sicher ist, bis auf die zwei Anschlüsse, wo man da anschraubt. Hier kann halt mehreres undicht werden. So, und dann mal am Motor. Sieht noch ein bisschen wild aus hier, weil eben alles noch im Rohbau, sage ich mal, ist. Ich habe schon mal das untere Ansaugbrückenteil hier montiert und die Schrauben werden mit 20 Newtonmeter angezogen. Habe dann eben auch die neue Dichtung gleich aufgesetzt. Das geht ganz gut, wenn man die fällt sonst gerne eben runter. Wenn man aber vorher schon den Wasserflansch hier verschraubt, kann man die einfach auflegen und dann die Ansaugbrücke montieren, weil eben hier mit Schrauben und nicht mit Stehbolzen gearbeitet wird. Somit kann man die Dichtung nicht einfach einhängen, aber die sitzt dann ganz gut hier auf dem Wasserflansch drauf. Und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal den Rest an. Ich habe hier mal die zwei Anschlüsse von der Einspritzleiste und da sind hier diese originalen Gummidichtringe. Die sind über die Jahre, ich habe die jetzt natürlich durchgerissen, um die einfach runterzubekommen, aber die sind so porös, die Ringe, dass da auf jeden Fall mit der Zeit nicht mehr so die hundertprozentige Dichtigkeit gegeben sein wird. Und deshalb habe ich mir hier aus Sicherheitsgründen diese neuen Dichtringe besorgt, die es noch einzeln gibt. Die kann man dann hier draufschieben und dann sind die Anschlüsse wieder wie neu, weil die Anschlüsse selbst gibt es nicht mehr. Und ja, weil das Risiko ist einfach groß, wenn etwas undicht wird. Durch den Benzindruck spritzt dann das Benzin im Motorraum rum und dann kann sich ja jeder vorstellen, was dann passiert. Da es beim ABF-Motor die Dichtung hier für die Drosselklappe nicht mehr gibt, original, also weder bei VW, weder bei Classic Parts und im Zubehör gibt es auch keine. Es gibt zwar welche im Zubehör, aber die sind leider falsch gekennzeichnet. Da kriegt man immer nur die vom 1,8 Liter Turbomotor, beziehungsweise von allen normalen Motoren mit so einer Dichtung. Die haben hier immer nur 60 mm und das Lochmaß ist nicht das gleiche wie beim ABF. Und ja, da habe ich mir halt hier eine kleine Zeichnung gemacht, kurz von der Dichtung, und habe die dann ausgeschnitten und habe die dann hier auf Elring-Dichtpapier, was ich gekauft habe, übertragen, ausgeschnitten. Und jetzt habe ich die passende Dichtung für die Drosselklappe und muss sie dann hier nicht mit Dichtmasse abdichten. Und so passt es dann ganz gut. So, ihr seht, ich habe die Zündkabel alle schon mal positioniert. Es hat auch eine ganze Weile gedauert, kann man sich vielleicht auch vorstellen. Die sind alle genau auf die Länge angepasst. Wie ihr seht, habe ich die jetzt auch nicht so wie original laufend hier rausgehen lassen, sondern hier so rüber und alles schön gebündelt hier mit Schrumpfschlauch, so dass hier auch alles gleichmäßig aussieht. Das kommt dann noch rüber hier, wenn die Ansaugbrücke drüber sitzt. Dann habe ich hier, der Schlauch geht dann seitlich hier nachher an die Ansaugbrücke oben dran. Der gibt einmal den Unterdruck für den Benzindruckregler und dann habe ich hier noch ein kleines T-Stück. Das geht dann, wenn man hier weiter guckt, geht es dann dort durch den geriffelten Schlauch, kommt dann hier unten raus und endet erstmal hier in der Rolle, weil das ist dann der Schlauch, der zum Tacho geht. Und die Benzineinspritzleiste hier, da ist ja auch hier der Stromanschluss für die Einspritzdüsen. Da habe ich dann hier so ein gekauftes, passte genau drauf, so einen eigentlich für einen Dreieranschluss vorgesehenes Silikonanschlussteil für so einen Stecker. Dann geht es hier eben auch in diesen Wellschlauch und dann hier unten dort durch das untere Teil der Ansaugbrücke durch und kommt dann eben hier vorne raus.
Seht dort durch das Loch, ist auch nicht schlimm. Wenn ich das mal demontieren wollte, müsste ich jetzt theoretisch immer den Stecker wegmachen. Aber da man eh wenn man die Dichtung tauschen will, hier müsste man eh die Einspritzleiste mit wegmachen. Somit kann man das auch immer kombiniert rausnehmen. Deshalb ist nicht schlimm, wenn das Kabel da durchläuft. Und das hier unten, damit beschäftige ich mich dann erstmal später. Da werde ich dann natürlich nicht hier diesen originalen Halter montieren, dieser Blechhalter hier für die Stecker, sondern werde das alles sowieso anders positionieren. Und dann habe ich eben hier auch überall, wo es ein bisschen scheuern könnte, noch Schrumpfschlauch drum gemacht und so weiter. Und jetzt würde ich sagen, montieren wir mal die Ansaugbrücke. Die Halter hier hinten habe ich auch schon montiert. Die haben ja hier oben extra Langlöcher, damit kann man das ein bisschen ausgleichen, je nachdem wie die Brücke sich hinzieht, wenn man vorne befestigt. Und ja, dann geht's mal los. So, jetzt ist die Ansaugbrücke fertig montiert. Die Drosselklappe ist auch dran. Man sieht jetzt auch schön da hinten unten, da sieht man es, dort ist dann der Stutzen, der zum Aktivkohlefilterbehälter geht. Und ja, jetzt habe ich eben die Zündkabel hier alle so schön gelegt, wie ich vorhin schon ohne die Brücke gezeigt habe. Also mir gefällt auch die Farbkombination, die ich jetzt das erste Mal komplett so mit der Wagenfarbe zusammen sehe. Gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Drumherum hier ist alles noch nicht fertig. Das nimmt alles noch einiges Zeit in Anspruch, bis das so perfekt aus meiner Sicht verbaut ist, wie es mir gefällt. Ich habe mir dann hier oben, weil die Zündkabel hier noch ein bisschen locker saßen, also ich habe die ja hier mit so Schrumpfschlauch fixiert, und durch Vibrationen vom Motor, nachher wenn der sich bewegt beim Fahren durch den Lastwechsel, schlackert das Ganze hier ein bisschen rum. Da habe ich mir jetzt hier noch aus Edelstahl einen schönen Halter gebogen, der ist hier hinten offen, da kann man die so reinschieben. Und der hat jetzt genau die Form von diesen zusammengelegten Zündkabeln hier, auch vom Winkel her. Und der wird hier oben mit an den Bolzen festgeschraubt vom Ventildeckel. Und jetzt sind die Kabel hier einfach extrem fest, bombenfest, da kann gar nichts mehr passieren. Aber fertig ist er noch nicht von der Oberfläche her, also hier ist noch der Eddingstrich drauf und so weiter, aber ich habe den jetzt mal hier montiert. Da seht ihr, wie der aussieht von der Seite, dort ist er festgeschraubt vom Winkel her. Kann man das einfach da so reinlegen. So sieht man es ganz gut. Und es sieht auch ganz schön aus. Ja, dann wäre der Punkt auch abgehakt, das wäre jetzt auch fest. Und jetzt habe ich noch einen Haufen zu tun mit Kurbelgehäuseentlüftung, der Leerlaufzigarre und so weiter, wie ich das alles verschlauche und mache, weil ich eben hier eigentlich ja nichts mehr original montiere. Sonst wäre das ja auch eine easy Sache, das alles zusammenzuschrauben. Beim Leerlaufreglerventil ist es dann so, das hat hier drin so einen Kolben. Ich hoffe mal, den kann man ganz gut sehen. Ja, dort dieser kleine schwarze Strich, den man in dieser Öffnung sieht, das ist der Kolben. Und bei diesem Kolben ist so, der nutzt sich über die Zeit, beziehungsweise diese Position nutzt sich über die Zeit ab. Die Standardstellung ist, dass geschlossen ist und das Ventil hier, beziehungsweise per Strom wird es aufgezogen. Und so wird dann eben der Leerlauf geregelt. Ich habe jetzt mal hier oben in Inbusschlüssel reingesteckt, weil hier auf der Oberseite lässt sich in dieser Madenschraube oder Wurmschraube lässt sich diese Nullstellung einstellen, also wie viel Luft durchgeht und nicht. Da gibt es genau einen Punkt, wo am wenigsten Luft durchgeht. Komplett dicht ist es aber nie. Das heißt, ihr könnt dann einfach hier durchpusten und in der Zeit hier oben an der Madenschraube ein bisschen drehen und dann werdet ihr genau merken, an welcher Stellung am wenigsten Luft durchgeht und ihr am stärksten pusten müsst. Und das ist dann die richtige Stellung. Und da markiert ihr euch die, beziehungsweise dreht dann die mit Schraubensicherungslachs so die Madenschraube hin und lasst die dann eben so stehen, dass eben diese Position erreicht ist und dann ist es optimal eingestellt. Ich habe dann mal den Ansaugschlauch montiert und da hatte ich eigentlich vorab die größten Bedenken und habe mir auch eigentlich am meisten Gedanken drüber gemacht, weil eigentlich immer das Problem besteht, dass der Schlauch hier am Dom anliegt und dann eben den Lack am Dom durchscheuert und der Schlauch sich aufreibt. Weil die einzige wirklich perfekte Lösung aus meiner Sicht, wie ich sie bisher immer erlesen habe und von anderen gehört habe, ist, dass man vom Seat Toledo eben den Schlauch nimmt. Jetzt habe ich aber schon über ein Jahr lang überall auf allen Plattformen rumgeguckt und habe auch keinen gefunden, hatte das immer noch als Option und mir da eigentlich mega den Aufwand gemacht mitsuchen und überlegen, was man machen könnte und so weiter. Und jetzt habe ich alles eingebaut mit meinen Teilen, die ich habe. Also einmal hier eben den RP-Luftfilterkasten. Das ist der Ansaugschlauch vom Passat 35i und die passende Ansaugbrücke dazu. Und jetzt muss ich sagen, was ist hier los? Also hier ist richtig viel Platz dazwischen. Das müssten so gut 1,5, fast 2 Zentimeter sein. Und der Schlauch sitzt super schön so drauf. Da habe ich mir eigentlich umsonst Gedanken gemacht.
Der Hauptgrund wird auch deshalb sein, weshalb bei mir jetzt der Passatschlauch sehr gut passt, also wirklich eigentlich perfekt für den Golf-Motorraum, ist, dass es zwei verschiedene Ansaugbrückenversionen gibt. Einmal von mir hier diese neuere Version, wo dieser Sammler hier hinten bis hier hinter geht, also fast bis zum Ende der Brücke. Und die Drosselklappe direkt hier, wo die Brücke auch anfängt, auf Zylinder 1, dort direkt die Drosselklappe sitzt. Bei den älteren Modellen der Ansaugbrücke, da geht dieser Sammler, sag ich mal, nur bis zur Hälfte von der Schräge her und die Drosselklappe, die fängt hier an. Also die sitzt hier 1,5 oder 2 oder 3 Zentimeter sogar weiter in diese Richtung. Das ist natürlich schlecht, weil je weiter die Drosselklappe hier drüben sitzt, umso näher kommt natürlich auch der Schlauch dort an an den Dom dran. Das Einzige, was ich jetzt hier bearbeitet habe, ist aber nicht hier, dass ich mehr Luft hier drüben kriege, sondern einfach, dass der Schlauch hier gerade steht, weil der vorher hier so ein bisschen so ein leichtes S gemacht hat, ist, dass ich hier oben an dem Schlauch, wo er zur Drosselklappe sitzt, 1 Zentimeter rundum als Ring abgeschnitten habe. Dann sitzt er hier ein bisschen weiter drauf und der ist hier komplett gerade, weil es war vorher so, wenn ich hier den Deckel vom Luftfilterkasten mit dem Schlauch so angehoben habe, dann stand der, ich nehme den mal weg, dann stand der so richtig so schräg, also ein bisschen unter Spannung. Und jetzt ist das so, ihr seht, ich kann ihn hier, obwohl alles lose sitzt, selbst das Luftfilterkastenunterteil ist lose. Kann ich den hier einfach so draufsetzen, braucht den nicht einrasten und es liegt einfach perfekt so da. Das heißt also nochmal zusammengefasst für die ABF-Fahrer unter euch, die auch vorhaben, sowas umzubauen oder eventuell dieses Schlauchproblem haben: Ansaugbrücke der neuen Version, wo die Drosselklappe hier direkt bündig sitzt, Passat 35i-Schlauch und RP-Luftfilterkasten gibt eine optimale Einbauposition ohne Scheuern am Dom. Und sieht auch aus wie original alles so, also passt auch super, eben ohne irgendwelches Gestückel hier mit einem Alurohr oder sonstiges. Und da kann man noch auf den sehr Toledo-Schlauch getrost verzichten, weil der für mich wieder nicht so eine cleane Optik hat. Der hat ja dann den Anschluss hier für den Ansauglufttemperatursensor ja hier im Schlauch. Okay, da spart man sich dann vielleicht das Hinkleben von dem hier, sitzt aber dann das schon wieder weiter hier oben, sieht man mehr. Und das nächste ist, der hat ja hier noch den Anschluss für die Leerlaufzigarre und nicht im Luftfilterkasten. Und somit hat man dann hier einen Gummianschluss, einen hässlichen. Also ist das schon echt für mich jetzt so der schönste Schlauch. Der ist auch hier schön schmal, weil der hier dann das, was der hier im Durchmesser verliert, hat der dann halt in der Breite, also der ist einfach höher an der Stelle. Also der ist ja schon echt richtig schön schmal und deshalb ergibt sich hier eben diese schöne Luft auch zum Dom und ja, optimale Einbauposition so. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!